Wie einfach ist es, ein Revox-Multiroom-System in Betrieb zu nehmen? Wir haben es ausprobiert, in einer leeren Wohnung mit einem Set für drei Räume. Was braucht es? Ein NAS, ein Verstärker und Lautsprecher. Aus dem NAS wird quasi der Server oder das Hirn. Den verbindet man mit dem Switch oder dem Netzwerk. Revox setzt beim Voxnet auf Kabelverbindung, sodass das Netzwerk stabil bleibt. Als nächstes der Verstärker. Dort schliesst man Boxenkabel, das Netzwerk und Stromkabel an. Noch passende Boxen und der erste Raum steht. Im Nebenraum die Boxen aufstellen. Anschliessen. Das Netzwerk und Stromkabel einstecken. Fertig. Der zweite Raum steht. In einem weiteren Raum nochmals das gleiche Vorgehen. Alles aufstellen und anschliessen. Die Hardware steht. Als nächstes die Revox Voxnet Control App abladen. Revox bietet eine einfache Möglichkeit, dass mehrere Personen ihre Musik in verschiedenen Räumen einstellen können. Dazu kann man die Nutzer und die Räume entsprechend anschreiben. Verschiedene Radiostationen sind schon verfügbar. Wer eigene Musik will hören, kann das auf verschiedene Arten übertragen. Zum Beispiel einfach USB-Stick in einen Computer, mit dem NAS verbinden und überkopieren. Die Musik ist dann im System verfügbar. Und man kann sie genau für den Nutzer und in den Räumen laufen lassen, wo man will. Wenn man in einen neuen Raum wechselt, einfach klicken. Das System schaltet automatisch ein und aus. Und die Wiedergabe ist in allen Räumen absolut synchron. Insgesamt eine wunderbare und einfache Lösung. Das Multiroom-System steht also. Jetzt kann der Rest der Zügel losgehen.